Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich bin Teil einer wunderbaren Gruppe, einer wunderbaren Aktion, denn es gibt ein Trashbook Blind Date, was total cool ist. Die liebe Tanja ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Lust darauf hätte, und ich liebe Tauschpakete, ich liebe Blind Dates, zumindest in Bezug auf Bücher, und die Idee, dass mir Tanja ein Paket schickt mit drei ihrer Flops, kurz betitelt mit Stichpunkten, was irgendwie dieses Buch sein könnte, ich mir davon eins aussuche und dann hoffe, dass es für mich vielleicht ein Highlight wird oder zumindest vielleicht kein ganzer Flop. Die Idee fand ich richtig toll. Wir sind eine bunte Mischung an Booktubern und ich packe alle Kanäle natürlich unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich habe jetzt das Paket schon mal hier. Ich habe es auch schon mal geöffnet, damit wir uns das so ein bisschen ersparen können. Ich sehe jetzt auch schon Verpackungsmaterial und eine coole Karte. Da gucke ich doch direkt mal rein. Oh wow, ist die schön. Ach, die passt ja perfekt zu mir. Ich weiß gar nicht, habe ich heute, nein, heute habe ich Schmetterlinge. Aber wunderschön, Tanja, da hast du wirklich absolut meinen Geschmack getroffen. Und ach, auch hier innen so wunderschön mit Flamingos. Ah, großartig. Liebe Steffi, ich freue mich so, dass du Lust auf ein Blind Date hast. Hoffentlich ist es ein gutes und kein Totalausfall. Du hast die Qual der Wahl, wähle aus den drei Büchern eines aus und hab Spaß. Ja, Tanja, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin jetzt mega gespannt, welche Bücher hier drin sind. Wobei, das weiß ich nicht, aber mit was du sie beschrieben hast. Und du hast sie auch alle so wunderbar eingepackt. Hier wunderschön pink mit Teilen. Richtig mysteriös, dunkel und hier, ja, im wunderschönen Leoparden-Design wahrscheinlich, ne? Richtig, richtig cool und ich bin jetzt mega gespannt. Wir gucken uns eins nach dem anderen an, zumindest was draufsteht, und dann werde ich mich für eins entscheiden. Und dann wird Tanja auch erzählen, warum das für sie ein Flop war. Und dann packe ich natürlich auch wieder ein Flop-Buch hinein und mal gucken, ob das irgendwer dann auswählt. Ja, das in dem wunderbaren pinken Papier, ich meine, das zieht mich ja, ja, aber die Optik allein, ne? Wir wissen das, mein Blind Dates. Es ist aus dem Penguin Verlag, es ist ein New Adult Romanze. Es ist eine deutsche Autorin, es gibt eine Winterlandschaft, ein armes Mädchen und reicher Frauenschwarm. Also, ja, deutsche Autorin finde ich gut, Winterlandschaft jetzt vielleicht nicht gerade im Juni, Juli oder im August, aber ja, armes Mädchen, es ist ja nicht ganz meins. Dann aus dem Rowohlt Verlag kommt dieses schön verpackte Buch. Es ist ein Gesellschaftsroman einer US-Autorin. Es hat aktuell politische Themen. Es geht um Klassenunterschiede und um drei Frauen. Also das tatsächlich finde ich gar nicht so schlecht, dass auf jeden Fall in der engeren Wahl. Und dann das in dem dunkel eingepackten Buch ist ein Thriller. Also Tanja hat absolut perfekt die Bücher eingepackt aus dem Lübbe Verlag. Es ist ein männlicher Autor. Das Setting ist in Finnland. Es gibt ein Ermittlerteam um bestialische Morde. Also bei Finnland war ich gefühlt schon raus. Bestialische Morde finde ich auch ein bisschen heftig. Dementsprechend, ja, werden es diese beiden Kandidaten wohl nicht. Es wird das Buch aus dem Rowohlt Verlag und wir packen das jetzt einfach mal aus. US-Autorin, aktuell politische Themen, Klassenunterschiede und drei Frauen. Ja, Tanja hat es mir eigentlich recht einfach gemacht. Muss man ganz klar sagen. Ich bin super neugierig. Das hat sie aber auch wahnsinnig eingepackt. Also ist auf jeden Fall auch was, was wir dann natürlich lesen können. Mary Atkins, Das Privileg. Also finde ich vom Cover auf jeden Fall sehr ansprechend. Ist mir noch nicht irgendwie untergekommen. Ein kraftvoller Roman über Mut und Me Too. Spannend und sehr glaubwürdig, sagt Juli C. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Juli C. Es geht hier um wohlhabende Studenten der Carter-Universität und die unscheinbare Annie, die fühlen sich fehl am Platz, bis sie Tyler Brand kennenlernt. Er ist attraktiv, beliebt und er scheint ernsthaft an ihr interessiert zu sein. Nach einer Party im Wohnheim ist alles anders. Annie zeigt Tyler wegen eines sexuellen Übergriffs an. Der Fall schlägt hohe Wellen. Tyler stammt aus einer privilegierten Familie und dass er belangen wird, ist relativ unwahrscheinlich. Doch dann gibt es noch die Jurastudentin Bea, die ihm als Rechtsberaterin an die Seite gestellt wird und die weiß nicht so richtig, wem sie glauben soll. Und ja, ich bin gespannt. Klingt nicht schlecht. Ich wüsste nicht, ob ich anhand des Klappentextes dazu gegriffen hätte, aber
für so ein Blind Date tatsächlich ein spannendes Thema und ich bin sehr gespannt, was daraus gemacht wurde, auch weil es ja als Roman betitelt ist und nicht als Thriller oder ähnlichem oder na, so ein ja, Juristen-Thriller. Wir gucken uns jetzt aber mal an, warum Tanja das Buch weitergegeben hat und warum es für sie ein Flop war. Hallo! Ja, ich freue mich, dass du dich für das Privileg von Mary Atkins als dein trashiges Book-Blind-Date entschieden hast. Ich hoffe, das Buch hat dir besser gefallen als mir. Warum es mir nicht gefallen hat, ja, das verrate ich dir jetzt. Es fing schon damit an, dass ich mir, glaube ich, was komplett anderes drunter vorgestellt habe. Ich habe einfach gedacht, die Wege der drei Frauen würden sich irgendwann kreuzen und die würden sich irgendwie zusammentun. Allerdings ist das ja nicht passiert, sondern die Geschichten der drei Frauen liefen die ganze Zeit so parallel, bis sie dann zwar am Ende schon irgendwie aufeinander getroffen sind, aber das war für mich viel zu spät. Man muss Mary Atkins lassen, dass sie ihre Personen schon sehr detailliert beschrieben hat. Man konnte sie sich sehr gut vorstellen, hatte schon ein gutes Bild vor Auge, aber irgendwie hat sie es nicht geschafft, mir die drei sympathisch zu machen und sie mir näher zu bringen. Also ich hatte bei keiner der Frauen das Gefühl, dass sie mir wirklich irgendwie verbunden sind, dass ich unbedingt wissen will, wie es mit ihrer Geschichte weitergeht. Und vor allem am traurigsten fand ich die ganze Sache natürlich bei Annie. Ich meine, sie wird Opfer von etwas ganz Schlimmem und nicht mal sie war mir irgendwie sympathisch. Und das fand ich natürlich super traurig. Ich muss auch sagen, das Buch hätte 100 Seiten kürzer sein können. Auf jeden Fall, da hätte sich nichts an der Geschichte geändert. Und ich muss auch sagen, dass ich die ganze Thematik rund um diesen Übergriff nicht gut rübergebracht fand. Das hat bei mir leider keinerlei Gefühlsregung hinterlassen. Und das ist bei so einem Thema natürlich super schade. Ja, das sind die Gründe, warum ich mit dem Buch leider nichts anfangen konnte, warum ich es nicht mochte. Aber vielleicht ging es dir ja komplett anders. Ja, ich werde mich jetzt ans Buch lesen, machen und euch da auch ein bisschen teilhaben lassen. Und das erfolgt dann so im weiteren Verlauf. Und ich bin super neugierig. Also es ist tatsächlich, ich glaube, wirklich eine gute Wahl, die ich getroffen habe, weil das wahrscheinlich eher tatsächlich dem entspricht, was so ein bisschen auch für mich passt. Ich bin super gespannt und werde jetzt natürlich auch ein Buch in die Box legen. Und das Buch, das ich einpacken werde, ist von Karen Perry, Bittere Lüge, ebenfalls ein Roman aus dem Scherz Verlag. Und ich bin sehr gespannt, ob das jemand auswählen wird. Ich muss mir hier mal noch so ein paar Stichworte einfallen lassen und bin da super, super gespannt. Und ja, vielleicht seht ihr dann die Begründung, weswegen ich es eingepackt habe, ja, bei irgendeinem der anderen. Und wenn nicht, dann könnt ihr mich ja gerne fragen, warum mir das Buch nicht gefallen hat und warum ich es eingepackt habe. Ich freue mich jetzt aber erst aufs Lesen und euch halte ich hier auf dem Laufenden. Ich habe jetzt mit Das Privileg begonnen und habe ja das erste Kapitel gelesen, beziehungsweise der erste Abschnitt war so ein bisschen die Vorstellung, dass wir jetzt hier an einem College sind. Es gibt College-Regeln, die tatsächlich ein bisschen zum Schmunzeln waren. Wir haben hier jemanden, der uns diese Tipps gibt, nach dem wir aber nicht suchen sollen. Und ja, das erste Kapitel war dann von Annie. Also wir scheinen hier auch verschiedene Perspektiven zu haben. Und wir haben hier eine junge Frau, die wohl durch ihre Narben an den Beinen doch ein bisschen darunter leidet, sich selbst auch nicht als schönes Mädchen ja, im Grunde betitelt, bezeichnet und ihre Narben ein bisschen mit hässlichen Ohrringen vergleicht. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Aber ich fand jetzt die Ich-Perspektive tatsächlich ganz gut. Ich mag es sprachlich. Ich finde, man ist sehr gut mit Annie warm geworden. Das zweite Kapitel geht jetzt wohl um Bea. Und ich hoffe, und das gibt es tatsächlich ja wirklich nur in sehr wenigen Werken, dass die Sprache sich ein bisschen unterscheidet, je nachdem, welcher Charakter man ist. Nachdem wir hier jetzt dann noch die zweite Frau haben oder die zweite weibliche Stimme, mal sehen, ob sich das ein bisschen unterscheidet zwischen Bea und Annie, welches Schicksal vielleicht jetzt auch Bea hier hingetrieben hat. Aber ja, Einstieg war gut und ich bin jetzt neugierig, was hier noch weiter passiert. So, ich bin jetzt bei Seite 101 und wir haben jetzt, ja, das zeigt sich jetzt, drei Frauencharaktere. Und dazu zu Annie und Bea ist noch Steya dazu gekommen und auch sie erzählt uns so ein bisschen von sich. Ich finde den Stil, ja, so ein bisschen
banal. Es werden Dinge erzählt, wo ich denke, warum? Was interessiert mich das? Wo führt mich das in der Geschichte hin? Im Klappentext geht es ja darum, dass eben ja, dass die Geschichte natürlich von drei Frauen ist. Aber ich weiß gar nicht, ob da so viel mehr hinten drauf stand. Es ist ein sehr spannender und glaubwürdiger Roman, sagt Julie C. Und es geht um wohlhabende Studenten, genau. Und dann geht es um Tyler Brand. Ja, das kommen wir jetzt hin, dass Annie hier im Grunde auf ihn trifft. Und er ist wohl, ja, es soll dann dazu kommen, dass Annie eben wegen sexuellen Übergriffs anzeigt. Und ja, das spürt man hier drin schon, dass es so ein bisschen um diese ja, Täter-Opfer-Verdrehung in unserer Gesellschaft geht. Ach, ich weiß nicht, ich finde es bisher noch nicht so richtig spannend, muss ich ehrlich sagen. Man hat hier schon so ein bisschen eine Charakterstudie. Also wir erfahren sehr viel von den drei jungen Frauen, aber nicht, was ich jetzt sagen würde, ich fühle mich da irgendeiner irgendwie verbunden. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Hätte ich natürlich schon auch spannend gefunden, aber ich gebe dem Buch auf jeden Fall noch 50 Seiten. Das Buch hat, glaube ich, knapp 400, ja, 30. Ich bin ja immer so bereit, ein Drittel, also es packt mich nicht so wirklich. Ich weiß auch nicht so richtig, wo das irgendwie hinführen soll. Und es steht ja auch hinten drauf, dass das eben so ein kraftvoller Roman wäre über MeToo. Und das spüre ich jetzt noch nicht. Also ich fühle auch dieses kraftvolle, ja, das Glaubwürdige kann ich mir schon vorstellen. Also es wirkt jetzt nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, aber ja, schauen wir mal, was jetzt so die nächsten 50 Seiten bringen. Habe ich nicht mehr in das Privileg weitergelesen, sondern heute dann noch so ein paar Seiten. Ich bin jetzt auf Seite 180 und werde die Geschichte leider nicht weiter verfolgen. Also ja, es tut mir wahnsinnig leid, denn ich hatte natürlich schon die Hoffnung, was für Tanja irgendwie ein Trashbuch ist, könnte für mich vielleicht nicht unbedingt ein Highlight werden, aber ein tolles Buch werden. Aber leider muss ich Tanja wohl da irgendwie zustimmen und ihre Meinung zu kennen, dass das ja nichts irgendwie war. Also mit den drei Frauen bin ich nicht so richtig warm geworden. Es ist sprachlich schon sehr langsam und mit vielen Details, die aber überhaupt keine Rolle spielen, gepickt. Und ich ja, bin jetzt im Grunde bei 180 von knapp 430. Ja, also nicht ganz die Hälfte, aber ich habe schon versucht, ein bisschen mehr als das übliche Drittel zu lesen. Aber ich, ja, also es hat überhaupt gefühlt nichts damit zu tun oder nur sehr wenig, was im Klappentext angesprochen wird. Ich finde auch nicht, dass es irgendwie ein kraftvoller Roman ist. Und ich habe auch noch nicht viel Mut daraus genommen. Und ja, es könnte irgendwo über MeToo gehen, aber das. Ja, es ist leider sehr, sehr schwierig für mich gewesen, da einen Bezug zuzufinden, da reinzufinden, in den Sprachstil irgendwie zu kommen. Also es ist wirklich schade, aber ich ja, werde jetzt auf jeden Fall mal ganz neugierig die Gedanken mir von Tanja anschauen, die ihr ja schon gesehen habt. Vermute ich mal, ich denke, dass ich so schneiden werde, dass ihr ihre Gedanken dazu seht. Und ja, leider muss ich sagen, dass mir das Privileg von Mary Atkins nicht gefallen hat, dass ich es abgebrochen habe. Und ja, ich bin mega gespannt, was ja, die anderen sozusagen sich herausgepickt haben, ob es da vielleicht zu Highlights gekommen ist. Das wäre ja auf jeden Fall sehr zu hoffen. Und ich hoffe, dass euch ja, das Video Spaß gemacht hat, so ein bisschen diese leichten, wenigen Updates. Ich hätte mir gewünscht, wenn ich das bis zum Ende hätte so ein bisschen durchziehen können. Aber ja, ich bin niemand, der sich zu Büchern zwingt und dementsprechend hätte das da auch überhaupt keinen Sinn gemacht, nur des Lesens willen. Also von daher hoffe ich, dass das auch soweit in Ordnung ist. Und ja, leider kein Buch für mich, kein Highlight für mich. Und ich bin mega gespannt auf die anderen Videos. Ich verlinke euch alle unten in der Infobox. Schaut da gerne auch mal bei den anderen vorbei. Ich bin auf jeden Fall super neugierig, wieder welche Bücher da so ein bisschen die Runde gemacht haben. Und bin super happy, dass ich dabei sein durfte und es ja vielleicht nochmal irgendwie so eine ähnliche Aktion gibt. Dann wäre ich auf jeden Fall auch neugierig und offen mit dabei. Und ja, schaut super gerne in die Infobox, da sind alle mit verlinkt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.